Hallo und herzlich willkommen zu Selfio baut ein Haus. Heute verlegen wir im Dachgeschoss Flachkanal-Lüftungsrohre. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, euch den Unterschied zwischen dem Flachkanal und dem runden Lüftungsrohr näher zu bringen. Selfio baut ein Haus. Wie ihr bereits in anderen Videos schon sehen konntet, haben wir während der Rohbauphase die runden Lüftungsrohre für das Erd- und Obergeschoss in der Betondecke eingegossen. Und heute verlegen wir im Dachgeschoss den Flachkanal, denn dort bietet uns der Boden nicht genügend Aufbauhöhe, um das runde Lüftungsrohr unterzubringen. Die runden Lüftungsrohre haben einen äußeren Durchmesser von 75 mm und einen inneren freien Durchmesser von 61 mm. Die äußere Schicht ist aus PEHD. Das ist ein Polyethylen mit besonders hoher Dichte, was die Rohre sehr robust macht. Wir haben für die Zuluft das grüne Rohr verwendet und für die Abluft das blaue Rohr. Diese farbliche Unterscheidung ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, die Luft ein- und Auslässe anzuschließen. Dann verwechselt man Zu- und Abluft nicht so leicht. Es sind auch tatsächlich Rohre mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das blaue Rohr zum Beispiel hat eine innere Schicht, die antistatisch ist. Das bietet Staub und anderen schwebenden Partikeln wenig Halt im Rohr. Die innere Beschichtung des grünen Rohres ist auch antistatisch und darüber hinaus noch antibakteriell und antimykotisch. Diese Eigenschaft wirkt der Ansiedlung von Pilzen und Bakterien im Lüftungssystem entgegen. Die runden Lüftungsrohre, wie ihr bereits gesehen habt, sind geeignet, um in der Betondecke eingegossen zu werden. Aber wie bereits gesagt, im Dachgeschoss sitzen wir auf den 51 mm hohen Flachkanal. Der Flachkanal lässt sich leider nicht in der Betondecke eingießen. Die äußere Schicht des Flachkanals ist auch aus PEHD, aber aufgrund seiner Form ist es nicht so belastbar wie die runden Lüftungsrohre. Die innere Beschichtung des Flachkanals ist auch besonders glatt, um Staub oder anderen schwebenden Partikeln keinen Halt zu bieten. Die Mindestbiegeradien sind auch erwähnenswerte Angaben. Der Flachkanal zum Beispiel hat einen Mindestbiegeradius, der dreimal seiner Breite bzw. dreimal seiner Höhe entspricht. Die runden Lüftungsrohre lassen sich sogar bis zu einem Mindestbiegeradius biegen, der einmal ihrem Durchmesser entspricht. Sollte der Mindestbiegeradius mal nicht ausreichen, weil man eng um eine Kurve muss oder steil an einer Wand steigen muss, gibt es für beide Rohrsysteme eine große Vielfalt an Formteilen. Wie zum Beispiel Bögen für das Rundrohr, Bögen für den Flachkanal, Kreuzungen, verschiedene Anbindungsmöglichkeiten für Luftein- und Auslässe und natürlich Übergänge von dem einen Rohrsystem auf das andere. Das war ein kleiner Exkurs zum Thema Lüftungsrohre. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen zum Thema Lüftungsrohre oder Lüftung im Allgemeinen haben, zögert nicht, uns anzusprechen. Und das war's auch schon wieder. Macht's gut, macht's selbst. Selfio baut ein Haus.